Und damit einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den LOL 13, dem besten Format in L.A. Denn dort war ich jetzt vor kurzem und morgen wird es auch entsprechend einen Vlog dazu geben. Der 9.11er Patch ist aber das Thema. Und heute sind statistisch wieder sehr, sehr viele Zusammenhänge dabei. Ja, das wird also ein bisschen crazy. Beginnen wollen wir also ganz klassisch mit dem Champion des Patches. Und das ist die Sivir. Sivir ist nämlich gerade einfach Winrate-mäßig super weit oben, also sogar ganz oben. Denn dieser ADC natürlich sehr, sehr lang in der Kluft. Na, und ich kriege natürlich immer noch Schockzustände, wenn ich an das Origin-Game denke. Denn Sivir ist ein Champion, der einfach unfassbar stark im Late-Game ist. Wenn es um Wave-Clear und ums Pushen geht, gibt es keinen ADC, der auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Sivir ist schlichtweg stupid und aktuell super strong. Das heißt, die Winrate funktioniert und die Bunrate steigt mittlerweile. Es gibt also sehr, sehr viele Leute, die sich sagen, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf Sivir. Denn so ein kleines bisschen ist es verständlich und mit einigen Zusammenhängen verbunden. Das bedeutet, Sivir wird aktuell nicht nur gerne Midlane gezockt, sondern ist einfach in einigen Matchups nun mal sehr, sehr stark. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Sie hat zwar so einen kleinen Schwachpunkt gegen Draven, der ist sogar nicht nur klein, der ist schlichtweg unnormal. Gerade auf höherer Elo zerbersten Draven einfach Sivir. So, das passiert einfach. Aber Sivir selbst hat sich durchgesetzt, denn Ezreal ist ja normalerweise most picked. Gerade in Korea natürlich sehr, sehr beliebt und sie killt ihn, okay? Die Winrate von Sivir gegen Ezreal, die ist schlichtweg unnormal. Naja, und ihre Standardfähigkeiten helfen natürlich, sich in der Kluft zurechtzufinden, okay? Das Bear Shield ist super unique und ein Game länger hinauszuziehen, das kann sie nochmal, das ist kein Problem. Plus natürlich die Möglichkeit zu pushen, was sie gerade auch immer attraktiver werden lässt für die Midlane. Wenn ihr also als ADC funktionieren wollt, pickt Sivir, ist unnormal. Gerade mit Yumi. Naja, und damit kommen wir auch zum Abstieg der Woche. Das ist Ezreal. Der hat da so ein kleines bisschen gelitten. Pickrate-mäßig ist es wirklich runtergegangen. Und wie gesagt, in Korea ist es sehr, sehr speziell, denn Ezreal ist dort immer most picked. Okay, das ist einfach der beliebteste Champion überhaupt. Und nun ist er es nicht mehr. Na, er ist nicht mehr S-Super-Tier, sondern nur noch Mittelklasse. Und das Ganze lässt sich natürlich auch an anderen Stats ablesen. Ezreal hat nun mal über die Zeit so ein kleines bisschen gelitten, was relativ normal ist. Wenn andere Champions leiden, dann gehen nun mal einige, wie zum Beispiel Sivir, auf. Plus natürlich die Tatsache, dass es ein Counter-Matchup ist. Und wenn viele Leute Sivir picken, dann sagen sich die Ezreals, kein Bock. Schön, jetzt ist aber den Bann der Woche. Das ist Atrox. Atrox ist nach wie vor mit einer sehr, sehr kernigen Bannrate gesegnet oder eher verflucht. Das heißt, die World-Ender-Änderungen, die wahrscheinlich auch noch auf dem PBE zu sehen sein werden, waren auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn er diesen Reset bekommt, dann ist er in Teamfights einfach schlichtweg GG. Also ich habe wirklich schon Situationen gesehen, wo er gegankt worden ist, den Kill holt und dann weiß der Jungler, ups, ich werde auf jeden Fall nicht nochmal hingehen, beziehungsweise eventuell einen Double Kill abgeben. Also solche Situationen sind schon beobachtet worden. Atrox ist in einem guten State, aber denkt daran, er wird wahrscheinlich auf dem PBE nochmal genervt werden, falls diese Änderung durchkommt. Naja, der Increase der Woche sind Jhin und Lux. Lux ist ein kleines bisschen spezieller Natur. Sie wird gerade auch in der LCS und teilweise der LEC gezeigt. Na, das bedeutet, die Leute machen das so ein Stück weit nach. Das Freeze-Build ist auch sehr modern. Und Jhin ist ebenfalls ein Charakter, der so ein Stück weit mit Sivir aufnehmen kann und ja auch die ein oder andere Waffe gegen Ezreal hat. Plus natürlich dieses Infinity Edge Stacking ist immer noch sehr, sehr beliebt. Das heißt, er hat ebenfalls eine kleine Steigerung diesbezüglich bekommen. Schön, kommen wir nun zur Challenge der Woche. Denn RedBullStatsOfDoom.com hat eine weitere Challenge für euch am Start. Und der gute Johnny hat sich diesmal Folgendes ausgedacht, und zwar hoch die Rüstung. Die Challenge besteht also darin, so viel Schaden wie möglich pro Minute zu verhindern. Denn in den Statistiken gibt es einen Wert, wie viel Schaden ihr insgesamt verhindert habt. Also nicht taken, sondern prevented. Und in diesen Wert zählt ziemlich viel rein. Das heißt, nicht nur eure Rüstung an sich verhindert ja Damage, das heißt, jedes kleine bisschen wird quasi gemessen, sondern auch Schilde zählen hinein, beziehungsweise auch Spellblocker. Sollte also jemand in die Malzahar passive rein ulten, dann verhindert ihr ziemlich viel Damage. Hierbei bin ich gespannt, wie kreativ ihr seid. Ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Tank hierbei einen Vorteil hat. Solltet ihr also mitmachen wollen, dann meldet euch ganz einfach bei RedBullStatsOfDoom.com an. Auf der Webseite könnt ihr ganz einfach euren Account verlinken und da wird jedes Spiel einfach mitgemessen. Bei Fragen könnt ihr ganz einfach das Hashtag StatsOfDoom verwenden oder hier ganz einfach in der Beschreibung auf den Discord-Link klicken. Dort könnt ihr euch ebenfalls helfen lassen. Macht also fleißig mit, denn wöchentlich gibt es hier Riot Points zu gewinnen und monatlich sogar für die höchstplatzierten noch Red Bull-Dosen dazu. Red Bull ist da wirklich sehr, sehr großzügig. Seid also möglichst kreativ, denn diese Challenge geht ebenfalls knapp einen Monat. Und rennt selbstverständlich nicht die Mitte runter. Eine 2er KDA ist hier die Mindestvoraussetzung. Trotzdem viel Spaß. Schön, kommen wir nur zu der Mechanik der Woche. Und hierbei habe ich auf Reddit einen Clip gesehen, wo ein Tahmkench in der Lage war, ein Teammate zu retten, indem er ganz einfach einen Wolf gefressen hat und diesen Richtung Teammate ausspuckte und damit genug Raketen von Daimler-Dinger abgefangen hat, um ihm das Leben zu retten. Also das ist halt einfach nur
ultra witzig gewesen, beziehungsweise auch eine nette Mechanik an sich. Tam Kench ist ja in der Lage, mit dem Whisper nicht nur eigene Leute zu retten, sondern natürlich auch den ein oder anderen Skillshot abzufangen. Und das kann halt nicht nur hilfreich sein, um andere Teammates zu retten, sondern eventuell selbst sich natürlich mit einem Minion vor Damage zu bewahren. Weil das Minion selbst ist quasi im Ausgespuckt-Modus bereits tot. Na, er hat ja auch das Gold dafür bekommen. Es dient aber nach wie vor als geschossblockendes Wesen. Und vor allen Dingen blockt das so viel, dass es ja keine Durchdringung gibt. Das heißt, wenn Swain mit seinem Q jemanden tötet, geht ja das Q weiter. Na, damit hat man ja irgendwann einen sinnvollen Wave Clear. An diesem Wolf wäre Swain nicht vorbeigekommen, weil der Wolf wirklich als unzerstörbare Masse zählt. Es ist relativ fancy, aber auch ein bisschen dumm. Schön, kommen wir nun zum Outplay der Woche und hierbei ist ein Jhin zu sehen, der sich zunächst etwas sehr, sehr seltsam verhält. Das bedeutet, wenn man diesen Clip genau anguckt, wird man feststellen, na, das sieht ein kleines bisschen nach Inting aus. Na, denn er flasht ja in den Gegner rein, aber dann wird man feststellen, es gibt doch die ein oder andere Explosion. Das heißt, dieser Jhin hat diese Situation mehr oder weniger vorbereitet, denn er hat mit den Traps gearbeitet. Und wer sich die Stats von den Traps anschaut, wird feststellen, es hat den Grund, warum die etwas brauchen, um sich quasi zu aktivieren, weil sonst wäre es einfach schlichtweg unbalanced. Diese Dinger machen dummen Damage und es sorgt ja noch dafür, dass ja Tote ebenfalls zu diesen Blüten werden. Und er hat das Ganze hier ausgenutzt, indem er schon eine Stelle vertrappt quasi hat und dann in den Gegner reingeflasht ist, damit sie ihn auf der Stelle an Ort und Stelle wohlgemerkt töten und an diesem Ort bleiben. Das heißt, er wusste quasi, dass er stirbt, wollte sie aber in der Trap halten, hat er geschafft und kaboom, ja, die sterben halt alle. Super schlau gemacht, auch wenn es erstmal nach Inting aussah, war doch der Gesamtplan gar nicht so schlecht. Hätte ich hier in dem Moment wirklich nicht gedacht. Manchmal lohnt es sich eine Sekunde, sich quasi den Gegner zu opfern, damit dieser am Ende von den Traps komplett destroyed wird. Schön, kommen wir zum Item-Bild der Woche. Da ist Tahm Kench. Das heißt, Tahm Kench Toplane ist mittlerweile ein Ding, was immer moderner wird. Ich selber habe ihn ja früher schon unfassbar gerne Toplane gespielt, er war bloß nicht in der Lage, Games zu beenden. Mittlerweile sind die Profispieler aber richtig gut darin geworden. Das bedeutet, Item-Build-technisch geht er einfach super tanky. Ab und zu ist man noch ein Tiamat drin, aber normalerweise wird mit dem Sunfire Cape gearbeitet und es wird wieder gecountermatch-upped. Das heißt, wir hatten ja die Sivir, die Ezreal dominiert und dadurch natürlich eine hohe Pickrate hat, die von Draven aber gecountert werden kann. Draven hat aber eine sehr hohe Bunrate für den ADC. Das bedeutet, das gleicht sich aus. Und Tahm Kench ist ein Jace und Ryze Killer. Leute, diese Winrate-Unterschiede bei einigen Picks, das ist GG. Also der Ryze, der tut mir einen da schon leid. Er kriegt ja auch wieder ein kleines Rework auf seinem E. Bin mir nicht sicher, ob Tahm Kench daran Schuld hat. Fakt ist aber, dass dieser tanky Wels in der Lage ist, auf der Toplane wirklich sehr viel Dominanz rauszubringen. Ob man natürlich am Ende das Game carryen kann aus der Position heraus, ist ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, Laning Phase, ich kann es euch versprechen, es macht super viel Spaß. Gerade wenn ihr einen Melee-Jungler gegen euch habt, kann es sein, dass er euch gankt und ihr ihn tötet. Aber er ist einfach, weil im Nahkampf ist Tahm, gerade mit dem Full-Tank-Build, unschlagbar so. Es ist schlichtweg dumm. Aber dieser Dude macht sich da oben definitiv not bad. Schön, kommen wir nun zum PBE-Stuff. Da haben wir den Qiyana-Teaser dabei. Dieser Champion sieht natürlich auch ebenfalls sehr, sehr schön aus. Ändert so ein kleines bisschen an Sivir, muss man sagen. Interagiert aber mit dem Terrain, was sehr, sehr interessant ist. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, ob sie quasi auf Gras rumläuft, ob sie in der Nähe vom Gebirge ist, ob sie im Wasser ist. Na, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Das bedeutet, das Design-Team war diesbezüglich wieder sehr, sehr fleißig. Und nach dem Patch-Day wird selbstverständlich noch ein genauerer Blick auf diesen Champion geworfen. Wir haben bloß jetzt deutlich früher einen Teaser bekommen als sonst. Also Riot pumpt da schon die Champions ganz ordentlich raus, was ich persönlich erstmal nicht erwartet hätte. Na, Yuumi ist ja noch gar nicht so alt. Schön, und kommen wir nun zum Why der Woche und das ist nur eine ganz kleine Sache, beziehungsweise eher so ein Hinweis an Riot vielleicht. Das bedeutet, Yuumis Q fühlt sich ja wirklich sehr, sehr schön an und ist vor allen Dingen auch so eine kleine Teamsache, weil man ja den Indikator sehen kann. Na, das heißt, ein Q wird abgefeuert und dann weiß man, oh, ich könnte näher zum Gegner hinlaufen, damit Yuumi auch dieses Ding trifft. Also das ist wirklich eine sehr schöne teamorientierte Fähigkeit. Wenn Teammitglieder wissen, aha, ich kann näher ran, damit Yuumi wirklich dieses verrückte Q trifft. Das ist etwas sehr Positives. Beziehungsweise in dem Fall kann man wirklich gut zusammenarbeiten. Bei Orianna ist das traurigerweise nicht der Fall. Ihr System ist noch sehr, sehr alt. Das bedeutet, normalerweise muss man genau hingucken, was der Ball macht, wo der Ball die Markierung hat und welche Farbe er hat. Wenn es so langsam gelblich, orange, rot wird, dann weiß man, okay, der Ball kehrt jetzt zurück. Was ein bisschen schade ist als Orianna Ballträger. Das heißt, nicht selten will ein Maufight oder eine Vi den Ball in das gegnerische Team reintragen für diese ultimative Shockwave-Kombo. Und übelst oft verliert man den Ball, weil man nicht genau abschätzen kann, okay, wie weit kann ich denn mit dem gehen? Das heißt, hier wurde auf Reddit der Vorschlag gemacht,
das Ganze einfach mit einzuführen. Warum hat Uri so ein super altes System und nicht ebenfalls diesen Radius, der für Teammitglieder, aber auch für sie selber tausendmal angenehmer wäre? Hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag und eine wirklich gute Komfortänderung, denn wir sind im Jahr 2019. Wir gehen quasi Richtung Season 10 zu. Das Game ist ja, glaube ich, schon 10 Jahre alt. Solche Änderungen machen es einfach schlichtweg besser und die sind klein, aber super nice. Das heißt, es gibt nur einen von 5 Ys, weil das Ganze nicht existiert, aber es würde super viel bringen, wenn man so eine Änderung machen würde. Das ist einfach ein schlichtweg guter Gedanke. Schön, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Na, schaut auf jeden Fall noch in die Beschreibung für redbullsdeadsofdoom.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Natürlich habe ich da währenddessen mein T-Shirt gewechselt. Na, das wurde schon pre-recorded. Aber ich hoffe, ihr habt schöne Pfingsten. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.